Der 29. September, der rückt näher und das in Riesenschritten. Und die große Frage, die sich natürlich stellt, ist, wo werden denn die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuzchen setzen? Eine Option davon sind natürlich weiterhin die Grünen. Und die haben heute ihre Plakatpräsentation über die Bühne gebracht und das in Wien in der Hermann-Strand-Bar. Wetter war sehr schön, apropos Wetter, das Thema Klima natürlich allgegenwärtig. Unter anderem hier groß plakatiert Beton oder Bäume oder auch Klima oder Krise. Fakt ist, das große Hauptmotto lautet, wähle, als gäbe es ein Morgen. Und darauf hoffen wir natürlich. Aber wie soll dieses Morgen eigentlich ausschauen? Das wurde hier erläutert. Klimaschutz ein ganz, ganz großes Thema. Und auch die Wahlkampftouren durch die Bundesländer, die sind ja schon gestartet. Unter anderem gibt es da vor allem vier Personen. Natürlich der Vizekanzler und Spitzenkandidat Werner Kogler selbst. Der ist hier vor allem für das zuständig, sagt man, was er am besten kann, nämlich fürs direkte Gespräch mit den Menschen. Der soll auch das andere Team ein wenig stärken. Und das besteht unter anderem aus der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Und die natürlich das ganz, ganz große Hauptaugenmerk aufs Thema Klima generell legt. Auch immer noch natürlich für viel Kritik sorgt hier die Zustimmung des Renaturierungsgesetzes. Dann gibt es die Justizministerin Alma Sadic. Sie soll sich vor allem der Thematik Hass und Hetze widmen und wie man da eigentlich dagegen wirken kann. Und dann auch noch Johannes Rauch, der Sozial- und Gesundheitsminister. Da war am Anfang gar nicht klar, ob er sich auch so in den Wahlkampf stürzen wird. Und das ist ganz spannend. Politik zum Anbeißen soll hier das große Thema sein. Da geht es unter anderem einmal um Lebensmittelqualität, wie man die weiterhin gewährleisten möchte. Und spannend auch, ausgewogene Ernährung fürs Kind, aber auch Tierschutz soll hier ganz groß besprochen werden. Was dabei nicht besprochen wurde, war das Thema Migration, das Thema generell der Teuerung. Denn auch das ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches. Denn ausgewogene Ernährung für Kinder klingt sehr gut. Man muss aber auch sich überhaupt mal den Einkauf eigentlich noch leisten können. Das heißt, es gibt unglaublich viel zu tun. Sehr gespannt sind wir auch auf Werner Kogler im großen Sommergespräch dann am Donnerstag auf OE24TV. Ja, vielen Dank auch. Danke vor allem für Ihr Interesse. Schönen Vormittag. Ja, ein Blick auf diese Plakatkampagne zeigt, wir denken an morgen und an die künftigen Generationen. Und das geradezu mein Lieblingsslogan, wähl als gäb's ein Morgen. Ein Slogan, der eine Aussage beinhaltet, eigentlich eine Ansage, eine Aufforderung. Eine Aufforderung, eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Und die beschreibt eigentlich eine Welt, in der ich leben will. Eine Welt, die ich mir vorstelle für unsere Kinder, unsere Kindeskinder und die künftigen Generationen. Das ist uns wichtig. Und davon habe ich eine klare Vorstellung. Blühende Wiesen, grüne Wälder, klare Bäche, Flüsse und Seen. Und vor allem fruchtbare Äcker. Es soll nicht umsonst heißen in der Bundeshymne Land der Äcker, zukunftsreich. Und so eine reiche Zukunft entsteht nicht von alleine, beziehungsweise müssen wir in Wahrheit uns ja vor Augen führen, dass die Natur und ein gesundes Klima eine notwendige Lebensgrundlage für alle sind, auf dem Planeten, aber natürlich auch in Europa und in Österreich. Und ja, da kann viel kaputt gehen, da kann viel kaputt gemacht werden. Und das passiert ja auch, wenn man es übertreibt. Und deshalb sind wir der völligen Überzeugung, dass man die Natur nicht auf die Dauer auspressen kann. Ganz im Gegenteil, die Natur braucht da oder dort wieder mehr Platz. In Österreich kann man sich das wunderbar vergegenwärtigen, wo zu viel betoniert und asphaltiert wurde. Das ist vor allem bei den Flüssen der Fall. Die Renaturierung der Flüsse wird eine wichtige Angelegenheit werden. Und zwar auch aus dem zweiten Grund, weil die Klimakrise, die ja aller Orten und immer häufiger zu spüren ist, ja auch noch dazu führt, dass wir Niederschlagsereignisse haben wie nie zuvor. Und deshalb ist es auch wichtig, die Flüsse zu renaturieren, nicht diese geschotterten Betonkanäle zu haben. Und umgekehrt in Wahrheit für Tiere und Pflanzen mehr Platz zu geben, aber jedenfalls mehr Hochwasserschutz, der in Zeiten wie diesen natürlich immer wichtiger wird. Und da sehen wir schon, Naturschutz und Klimaschutz zahlt sich aus. Ja, auch der Naturschutz für die Landwirtschaft. Was werden ohne Bienen und Insekten mit der Landwirtschaft? Das können wir uns ausmalen. Oder dass Klimaschutz natürlich Investitionen nach sich zieht. Ja, die mögen was kosten. Aber ich darf Ihnen sagen, zumindest für Europa und Österreich gilt, kein Klimaschutz kostet noch
viel mehr. Und deshalb sollten wir die Chancen begreifen und die Chancen nutzen, die da drinnen stehen, auch gerade für die österreichische Wirtschaft. Und da kann es gar nicht schnell genug gehen bzw. weitergehen. Also keine Zeit verlieren, wir haben Chancen zu gewinnen. Und so wollen wir Klimaschutz mit wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Absicherung organisieren. Also mit Vernunft und mit Zuversicht. Und was uns noch wichtig ist, apropos morgen, uns geht es um ein Österreich, wo wir wieder mehr zusammenstehen, aufeinander zugehen, wenn Sie so wollen, mehr eine Welt des Miteinander leben. Und das, glaube ich, bieten die Grünen in dieser Kombination nur einzigartig an. Und daher, Welt, als gäbe es morgen, ist der perfekte Kompass für die Zukunft, gerade in unserer Zeit. Wir leben ja in einer Zeit der vielen Krisen und Verwerfungen, die meistens von globaler Ebene kommen, wie wir wissen. Und wir haben einiges erleiden müssen, das muss man einfach zugestehen, aber für die Zukunft gilt, dass man sie nicht bloß nur erleiden muss, sondern man kann sie bestenfalls leidenschaftlich gestalten, wie Sie wissen. Und deshalb ist das auch ein Aufruf zu Hoffnung und Zuversicht. Es ist eben die Zeit, wieder den Kopf zu heben und nach vorne zu blicken. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir vor dem Hintergrund dieser lebensentscheidenden Fragestellungen das beste Angebot sind. Und warum bin ich mir da so sicher? Weil ein Blick auf die Konkurrenz da uns auch sicher machen darf. Und da bin ich schon beim zweiten Schwerpunkt dieser Kampagne, beim Klimaschutz. Klima oder Krise? Das ist es auf den Punkt gebracht, was wir ja tagtäglich erleben, in den letzten Tagen wieder. Ich muss Ihnen gar nicht immer alles nur aufzählen, aber schaden kann es auch nicht, wenn wir uns die Ortschaften und die Dichte der Zeiträume anschauen, wie die Einschläge der drohenden Klimakatastrophe immer häufiger jetzt schon auftreten. Von Vorarlberg bis Niederösterreich, wenn man so will, über die Jahre verteilt, über die Sommer verteilt, haben wir vom Bodensee bis zum Neusiedlersee immer irgendwo anders ein Katastrophengebiet. Jetzt eben Hollabrunn, der Adelberg. Vor wenigen Wochen, in meiner unmittelbaren Nähe, wo ich jetzt Haus bin, im Norden von Graz, Übelbach, Deutsch-Weistritz, wir erinnern uns an die Bilder, da sind Sturzfluten runtergekommen. Auch dort, wo mein Elternhaus steht, hat es Bauernhöfe und Ställe weggerissen. Das erste Mal, dass die Brücken zum Burgenland weggerissen wurden. Also da kann ja keiner mehr sagen, dass die Klimakrise irgendein Hirngespinst ist. Und es ist das Wesen der Klimakrise, dass diese Extremwetterereignisse immer häufiger und immer intensiver auftauchen. Und was heißt das übersetzt? Ich habe mit den Einsatzkräften reden dürfen im Norden von Graz. Die sagen, wo wir früher einmal in 5 Jahren ausgerückt sind, müssen wir fürs Gleiche jetzt 5-mal in einem Jahr ausrücken. Ja, das ist mal der Faktor 25 für die Mathematiker und Mathematikerinnen unter Ihnen. Und ich möchte mich auch ausdrücklich für diese Einsichten und Gespräche bedanken, aber vor allem für die Arbeit, auch jetzt wieder, für die Arbeit der Einsatzkräfte, die hier Tag und Nacht hackeln, meistens Freiwillige. Und das, glaube ich, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und ich wollte die Gelegenheit nicht vorbeiziehen lassen, das zu erwähnen. Und jetzt möchte ich auch noch erwähnen, was die Schicksale der vielen Familien betrifft, ob es jetzt in Hollabrunn ist oder damals vor wenigen Wochen im Norden von Graz, wo ganze Häuser überflutet werden, wo die Familien eigentlich sich sicher fühlen sollten in ihrem eigenen Haus und dann kommen Wassermassen daher ganz plötzlich und alles oder zumindest ganz vieles ist hin. Das ist die Beschreibung der Gegenwart, in der wir da leben. Und umgekehrt führt diese Klimakrise ja auch zum Phänomen der Hitze und der Dürren. Hitze in den Städten. Gerade die älteren Leute leiden darunter. Nachts fast kein Schlaf. Das alles zusammen gefährdet Leib und Leben. So ist das. Mittlerweile gibt es mehr Hitzetote als Verkehrstote, wenn man das immer wieder sagen muss.
Und gleichzeitig kommen, wie vorher beschrieben, wenn es regnet, Wassermassen in nie dagewesener Geschwindigkeit, in nie dagewesenem Ausmaß. Wozu führt das? Deshalb haben wir ja trotzdem kein gescheites Grundwasser. Ganz im Gegenteil, das wird dann verschmutzt. Und wenn wir das hochrechnen wie Greenpeace in die nächsten Jahrzehnte, dann kommen wir drauf, dass wir in ganz vielen bewohnbaren Gebieten Österreichs hier mit Wasserknappheit rechnen müssen und wenn, notfalls verschmutztes Wasser haben. Oder die Bäuerinnen und Bauern. Bei mir in der Oststeiermark, ich kann es Ihnen nochmal sagen, wo ich aufgewachsen bin, was das auch für meine Verwandten heißt dort. Wenn die Hagelkörner runterkommen, Tischtennisball groß, manchmal sogar im schlimmsten Fall Tennisball groß, Faust groß, dann ist ja sehr viel Arbeit dahin, sehr viel Engagement. Aber es ist vor allem natürlich auch wieder, sind wir dort, ein ökonomischer Schaden. Da geht es jetzt schon nur, was in den letzten Wochen passiert ist, um zig Millionen, um viele zig Millionen. Im Vorjahr haben wir 250 Millionen Schaden gehabt, was die Ernten betrifft vor allem. Das sagt die Hagelversicherung, sagen nicht nur wir, ist ja gar keine grüne Veranstaltung. Und heuer halten wir schon bei über 200 Millionen. Das heißt, wir werden wieder ein Rekordjahr an Schäden haben. Also wer es da nicht versteht, ist entweder blind oder böswillig. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir mit gutem Grund und voller Kraft, und zwar Tag und Nacht, das darf ich den Grünen zugute halten, für ein gesundes Klima kämpfen. Und die Alternative ist ganz klar zu diesen Tragödien, die heißt eben Klimaschutz und Naturschutz und Investitionen in die Wirtschaft, wie vorher beschrieben. Und jetzt geht es ja nicht nur darum, Hiobsbotschaften zu verbreiten, sondern zu sagen, ja, das funktioniert. Ja, das geht. Und wir Grüne haben es bewiesen. Und das macht mich jetzt schon stolz. Ich bin seit 4,5 Jahren Vizekanzler dieser Republik. Und in dieser Zeit, in diesen 4,5 Jahren, ist mehr für Klima- und Naturschutz weitergegangen als die ganzen 45 Jahre davor. Schauen wir hin. Das Klimaticket, das Plastikpfand, beides durchgesetzt. Ein Steuersystem, das zwar der Natur und Umwelt und Luftverpestung und Naturzerstörung einen Preis gibt, jedenfalls dem CO2 mal einen Preis gibt, und gleichzeitig die Einnahmen rückverteilt werden über den Klimabonus, und zwar so, dass es sozial verträglich ist, diese Maßnahme, und wer genau rechnet, sogar feststellen wird, dass wir von oben nach unten umverteilen. Wir sind Vorbild in ganz Europa. Wenn Sie auf die Universitäten in Deutschland fahren, haben Sie dort die Beraterinnen, die sagen, und die Wirtschaftsforscherinnen und Forscher an die deutsche Ampelregierung, macht es so wie in Österreich, die bringen es nur nicht her oder jedenfalls nicht so schnell her. Also da sieht man wieder bei Klimaticket und Umgestaltung des Steuersystems, CO2-Preis mit Klimabonus, dass wir ökologisch und sozial denken und arbeiten, versprochen und eingehalten. Und das kann man immer weiter so aufzählen. Bis 2030 wird Österreich bei den ersten Ländern Europas sein, wo Strom nur mehr aus erneuerbaren Energie kommen wird. Wir sind da schon jetzt auf dem besten Weg. Alle anderen sind im Wesentlichen hier hinten nach. Das betrifft die Photovoltaik, 10 bis 15 Mal so hohe Ausbaugeschwindigkeit. Das betrifft die Windräder entgegen des Widerstands von Landeshauptleuten und so weiter und so fort. Das muss man ja einmal herbringen. Genauso wie wir für Europa das Naturschutzgesetz hergebracht haben. Und zwar gleich für ganz Europa. Für ganz Europa. Und das macht doch ganz deutlich, wer den Unterschied macht. Nämlich wir Grüne. Wir machen den Unterschied. Und wir sind an der Stelle eine Naturschutzpartei, eine Klimaschutzpartei, aber vor allem auch eine Durchsetzerpartei. Das ist mir wichtig anzumerken. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Emissionen sinken seit 2 Jahren und sie werden weiter sinken. Wir haben bis hierher sehr viel erreicht, aber noch mehr ist zu tun. Ich gebe allen recht, die das fordern. Und siehe da, heute, in einer halben Stunde wird, gerade habe ich Sie noch getroffen, Leonore Gehwessler, den finalen nationalen Energie- und Klimaplan vorstellen, der eben unsere Aufgabe in der Europäischen Union erfüllt, nämlich bis 2030 zu den Klimazielen beizutragen. Und siehe da, es wird gelingen. Es wird gelingen. Also Grün wirkt, auf Grün ist Verlass. Wir sind eine Durchsetzerpartei, auch für die Zukunft. Aber ist das selbstverständlich? Nein, es ist eben nicht selbstverständlich. Wir müssen auch entsprechend gestärkt werden, damit wir sowohl im Parlament und am besten auch in der Regierung diese Aufgabe erfüllen bzw. weiter erfüllen können, mit Hochgeschwindigkeit fürs Klima und für die Natur zu arbeiten. Und warum ist das abschließend so wichtig?
Ja, ich habe es ja schon erwähnt. Blick auf die Konkurrenz macht uns sicher. Es macht sonst niemand. Ohne Grüne wird der Klimaschutz wieder halbwegs beerdigt. Von manchen ganz. Die sind alle im alten Denken gefangen. Das können wir durchdeklinieren. Wir kennen ja die Widerstände und die Bremsabteilungen in der ÖVP, wenn es um Klimaschutz, Naturschutz geht. Stattdessen huldigt man dem Verbrennermotor. Jo eh, mein Gott, es wird sich ja hoffentlich und mit höchster Wahrscheinlichkeit der Elektroantrieb durchsetzen, weil das alleine schon die Gesetze der Physik erzeugen werden. Aber nein, man tut so und bremst weiter und schafft Verunsicherung, anstatt dass wir auf die Chancen gehen, die auch Österreich hat, wenn wir ja als Autoland gerne und als Autozuliefererland hier auf die Akkutechnologie setzen und vor allem auf den Elektromotor und die entsprechenden Komponenten fertigen und auch zusammenbauen. Das ist doch die Zukunft. Ja? Vor 120 Jahren hat der Kaiser auch gesagt, er glaubt, an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Wörtliches Zitat. So, Kaiser Wilhelm allerdings. Ja, und so schauen wir halt heute aus. Ja, die Hufschmiede sind seltener geworden und die Droschkenbauer auch. Und deshalb müssen wir jetzt schon an morgen denken und in diesem Sinne in die Zukunft investieren. Aber die ÖVP ist ja nicht die einzige Bremserpartei. Und da oder dort, wenn man sich die Vorhaben für noch mehr Autobahnen, noch mehr Schnellstraßen anschaut, auch eine Betoniererpartei. Das Geld wird im Übrigen dann beim Schienenausbau fehlen, weil es wächst ja nicht hier auf den Bäumen. Es sind ja gerade die Wirtschaftsparteien, die angeblich die uns erklären, dass jetzt alles Mögliche gespart, im schlimmsten Fall gekürzt werden muss. Wie das alles zusammengeht, bleibt offen, total unseriös und auch an der Stelle völlig falsche Richtung. Aber die sind ja nicht alleine damit. In der SPÖ agieren, regieren ja nur in manchen Bundesländern, dort beweisen sie es ja auch, dort beweisen sie es ja, die Roten, die Babel SPÖ ist genauso ein Betoniererpartei, sorry to say. Immer verlässlich auf der falschen Seite, wenn es um Umwelt- und Naturschutz geht und auch um wirtschaftliche Vernunft an der Stelle. Ja, bei den Freiheitlichen müssen wir uns nicht lange wundern, die leugnen ja den Klimawandel, so weit, so schlecht. Aber was wirklich das Tragische ist und wo die Einfluss gehabt haben und wenn die wieder Einfluss gewinnen, kommt die Abhängigkeit von Putins Gas. Dort sind die hinbefreundet. Und das ist doch von allergrößtem Übel, Spionageskandal inbegriffen. Also die Freunde Putins. Und deshalb abschließend ist das doch erkennbar eine Richtungsentscheidung. Gehen die Blauen in die Regierung mit all diesen negativen Prognosen für unsere Zukunft? Und dann gibt es weniger Morgen oder irgendein anderes. Ich würde sagen, um es abzukürzen, kein Morgen. Deshalb nochmal bei uns mit Vernunft und Zuversicht. So sich zu verhalten, als ob es einen Morgen gäbe. Deshalb dieser Aufruf. Vielen Dank für Ihr Interesse. Herr Kugler hat eine ganz spannende Plakatpräsentation. Will, als gäbe es einen Morgen. Darauf hoffen wir natürlich, dass es das morgen gibt. Was sagen denn die Grünen, was muss denn geschehen, damit die Zukunft auch gut ausschaut? Naja, natürlich hat es mit Hoffnung und Zuversicht zu tun, aber wir begründen das ja auch mit Vernunft. Was dazu geschehen muss, ist ganz klar, Natur, Umwelt und Klimaschutz zu beherzigen, weil mit der ewigen Ausbeuterei ziehen wir uns selber die Lebensgrundlagen weg, und zwar die notwendigen. Also ist hier eine Wende sinnvoll. Wir haben sie ja in vielen Bereichen schon eingeleitet. Die Erfolgsbilanz im Klima- und Naturschutz ist riesig. Das könnte man jetzt alles aufzählen. Wir sind an der Stelle sicherlich eine ganz kräftige Durchsetzerpartei. Aber so soll es eben weitergehen. Und wir brauchen vor allem Klima- und Naturschutz, aber Stichwort Vernunft ist ja auch dabei, mit den entsprechenden wirtschaftlichen Investitionen, mit der sozialen Absicherung. Aber genau dort liegen ja dann die Chancen auch drinnen. Es geht ja darum, auch für unsere Betriebe Chancen zu erzeugen, für die jungen Menschen. Die wollen ihr Geld mit Klimaschutz verdienen und nicht mit Naturzerstörung. Und das ist möglich. Und deshalb sagen wir ja mit Zuversicht, und auf dieser vernünftigen Basis und auf die Art und Weise könnten wir jetzt ganz lang weiterreden. Mhm. Jetzt ist das Renaturierungsgesetz natürlich ein ganz, ganz großes, hat natürlich für heftige Kritik gesorgt. Leonore Gewessler immer noch, hat man auch wieder gehört, vor wenigen Tagen wird hier teilweise als Staatsgefährdin dargestellt von anderen Parteien. Was sagen Sie, wenn Sie das hören?
Naja, erstens mal ist hier was Großes gelungen, den Grünen Österreichs mit uns für ganz Europa. Das ist ja ein Gesetz für ganz Europa. Wir haben den Ausschlag gegeben. Man sieht also da, wie der Grün wirkt. Ich war in Berlin, ich war in Paris. Überall ist das Thema. Und so, glaube ich, ist das einmal gut einleitend festgehalten. Dass da Unterschiede geben mag, ist klar. Da wurde aber auch völlig übertrieben. Und natürlich brauchen wir für die Natur, die wir noch haben, den entsprechenden Platz. Und da oder dort müssen wir deshalb Renaturierung auch wieder einen zurückgewinnen, um uns gerade vor diesen Hochwässern zu schützen, die uns ja uns viele unserer Familien in Österreich die Existenz wegschwemmt, im wahrsten Sinn des Wortes. Also dort, wo ich zu Hause bin, haben wir eine Katastrophe nach der nächsten. Das hat mit der Klimakrise zu tun, aber auch mit der falschen Bodenschutzpolitik. Und wenn wir hier den Flüssen und dem Boden mehr Platz geben, dann können wir in der Situation auch noch was tun. Und das ist auch schon wieder wirtschaftlich vernünftig, weil das ja um das dann weniger kostet. Wir haben hunderte Millionen Schäden pro Jahr nur aufgrund dieser immer häufigeren und vor allem immer heftigeren Ereignisse. Also da kann man schon was tun in den Städten zur Kühlung und am Land die Flüsse wieder so zu gestalten, dass sie nicht ständig hochwassergefährdet sind für uns Menschen. Also Klimaschutz, Hochwasserschutz, am Schluss ist doch alles Menschenschutz. Also jetzt geht es natürlich ganz viel ums Klima. Anderes Thema ist natürlich auch die Migration. Immer wieder auch in der Kritik, Wien bietet zu viele Möglichkeiten, lockt zu sehr an. Auch die Vorfälle natürlich, die ereignen sich immer wieder, vor allem 10. Bezirk und so. Es gibt diese Hotspots. Was sagen Sie, was muss ich denn in dieser Hinsicht tun? Naja, erstens ist die aufgeworfene Frage von Sozialhilfen natürlich eine für alle Menschen in Österreich. Und wenn man da Einzelfälle rausgreift, von denen es in ganz Wien, ja, mag es geben, aber maximal 10. Ja. Und auch bei diesen Familien ist es so, dass man pro Mensch und Kind auf 500 Euro kommt. Da sind sicher alle gesprächsbereit, dass wir das zweitens jetzt wichtig österreichweit einheitlich machen. Da ist ja tatsächlich was zu tun, gebe ich ja der Intention der Frage recht, das wollen wir ja schon länger, gerade wir Grüne, das ist ein Erbe von Türkis Blau, dass die Länder da tun, was sie wollen, nicht gut. Und drittens geht es halt schon eben auch um Armutsbekämpfung bei den Kindern, weil es ja alle trifft. Es geht ja um gerechte Lösungen, die für alle da sind, und deshalb werden ja wir den Vorschlag machen und vertiefen ihn gerade an der Kindergrundsicherung. Da sind auch sehr viele sogenannte Sachleistungen drinnen, Kindergartenplätze, warmes Essen und so weiter, und dann werden die Geldzahlungen, wenn das angerechnet wird, halt entsprechend zurückgehen. Aber man muss schon das eine machen, bevor man das andere rausblärt als Lösung, und das dient ja in erster Linie dazu, um zu hetzen und zu spalten, weil ehrlicherweise mir interessieren die hunderttausenden Kinder, die es sonst betrifft, und nicht die Kinder von gezählten 12 Familien in Wien oder so. Also da muss man schon mal die Kirchen im Dorf lassen. Abschließend noch, die anderen Parteien kamen natürlich nicht so gut weg. Da gab es viele Kritikpunkte. Dennoch eine Zusammenarbeit, man hat schon gehört, außer mit der FPÖ, was man so vernommen hat. Können Sie sich mit jedem vorstellen? Natürlich. Ja. Wir haben natürlich jetzt die Kritik hier gehabt, weil gerade bei Natur- und Klimaschutz und auch was die wirtschaftlichen Chancen betrifft, die anderen da entweder auf der Bremse stehen, jedenfalls aber im alten Denken gefangen bleiben, offensichtlich. Das betrifft vor allem, aber leider auch, muss ich sagen, Schwarz und Rot. Und Rot ist da ganz gleich, wenn es darum geht, immer weitere Autobahnen zu betonieren. Wir hören ja, dass wir das Geld zusammenhalten müssen. Ja, dann wird halt das Geld auch noch für die Bahn fehlen und für den U-Bahn-Bau in Wien und für die Straßenbahnen in vielen Städten, wo wir in Graz, wo wir regieren, gerade riesige Ausbauprogramme fahren. Also man braucht ja nicht so tun, als ob das Geld auf den Bäumen wächst. Ja, die Bäume müssen wir aus einem anderen Grund schützen, und genau darum geht es ja.